Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 und dem Beagle. So, wir wollen überprüfen, ob ich alle... Wo muss ich denn jetzt hin? Alle Röntgenbilder-Dings habe. Bin ich hier? Das war doof. Gebe ich zu, das war doof. Aber wo muss ich denn lang? Meine Orientierung ist für Gewinner. So, jetzt aber. Hier ist Treppenhaus. Nee, da habe ich ja geguckt, da lag nichts mehr. Wir wollen hoch auf Etage 3. Zum Röntgenraum. Ich glaube nämlich, ich habe noch nicht alle Sachen für den Röntgenraum, aber vielleicht liege ich auch falsch. Don't know. Werden wir sehen. Alter Mädchen. Das war ich aber nicht. Das war ich nicht, Leute. Das sieht schmerzhaft aus. Also so gemein bin selbst ich nicht. Okay. Was habe ich da gerade gehört? Habe ich da gerade einen Gegner gehört? Das ist nicht. Inventar? Nee. Ja. Doch, 4. 11, 12. 4, 11, 12? Kann das ist? Ich glaube ja. Hast du mir das eingezeichnet? 4, 37, 12. Ich bin froh, dass er mir das jetzt eingezeichnet hat. Ach so. 4, 7. On point, meine Erinnerung. 4, 37, 12. So. Ja, geh doch da dran. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist wieder die Frage. 37 zurück oder? Ach, Mist. Und dann 12, ne? Ja, okay. Ja, manchmal ist es ja auch so, dass es nicht die Zahlen relevant sind, sondern wie oft man es dreht. Und da bin ich mir einfach nie immer so ganz... Jesus Christ. What? Fuck. Das ist widerlich. Muss ich diese schmutzige Armband denn noch sauber machen? Ich hoffe nicht. Ich muss nach unten. Oh, Leute, das ist... Ich könnte mal wieder speichern. Ich habe schon sehr lange nicht mehr gespeichert. Von meinem Empfinden her habe ich schon sehr lange nicht mehr gespeichert. Ihr seht, es ist immer noch der 6.12. für mich. Bin ich im Treppenhaus vorbeigelatscht? Ja, ich bin total dran vorbeigelatscht. So, und hier jetzt zum Ärztezimmer. Was? Warum?
Was? Warum? Wieso? Weshalb? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Was war das? Warum klang das noch der Pyramid-Head? Musik. Oh, Jesus Christ. Also viel Kombination gibt es hier nicht. Da sind gefühlt die wenigsten Macken drin, ne? Nee, das ist schon richtig so. Oder? Nee. Oder? Nee. Das war, glaube ich, schon tatsächlich ganz richtig. Eigentlich ist das auch schon ganz richtig. Eigentlich ist das richtig, Leute. Ich empfinde das als ziemlich richtig. Aber wer bin ich schon, ne? Nee. 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 Nee, das ist es nicht. Nee, 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 das kommt schon nach unten. Was mir hier halt noch fehlt. Ist dieser Strich in der Mitte halt. Das könnte aber vielleicht auch so sein. Nee, ich glaube nicht, dass das. Oder ist. Nee. Nee, das ist schon richtig. Eventuell ist es der Strich in der Mitte, an den ich mich orientieren sollte. Ah, das geht nicht anders, okay. Jesus Christ, was? Kann ich das noch anderweitig drehen? Nee. Also das da oben stimmt, glaube ich, in jedem Fall. Ja. Ich bin mir eigentlich auch sicher, dass das da unten stimmt. Das stimmt da oben in jedem Fall. Wobei, das wird auch gehen, theoretisch. Ist jetzt die Frage, was hat mehr Gewicht? Der Mittelstrich oder? Ach Mann. Das passt, ja. Ist sicher, dass es richtig rum. Gepackt hast, Kumpel? Geht nicht so viel. Es geht nicht. Hä? Also das da unten, das passt 1A, das da oben passt eigentlich hoch, aber ich versuch's mal. Weil das könnte tatsächlich auch gehen. Ist denn hier irgendwas, das hier passen könnte? Eigentlich nicht.
Das ist schon ziemlich passend, ne? Leute, ich kann schwören, das ist richtig. Dann stimmt das da oben aber nicht. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Das passt nicht. Eigentlich passt das hier ziemlich gut, ne? Aber es passiert nichts. Ich bin mir sicher, dass das richtig ist. Ich bin mir super sicher, dass das richtig ist, aber offensichtlich nicht. Also da oben stimmt es sogar mit den Kanten überein. Hier. Was ist das? Eigentlich voll nicht, ne? Ach so, klar. Da war jemand sehr starker Raucher und das als Arzt. Ich muss sagen, wenn ich jetzt ins Krankenhaus kommen würde, da so ein Heavy-Raucher auf mich zukommt und die Finger stinken dann so. Naja. Tresorknopf. Ah. I see. Das muss ich mir jetzt aufschreiben? Ach, Jesus Christ. Okay. Ich glaube, das ist das Jupiter-Symbol. Bin mir aber gerade nicht sicher. Eigentlich sollte ich als Sailor Moon-Kenner das wissen. Mein ja nur. Und dann, das brauche ich aber nicht zu Ende zeichnen. Was hast du dir jetzt eingezeichnet? Habe ich mir jetzt die Mühe umsonst gemacht? 92, 45, 71. Mhm. Verstehe ich nicht. Aber ist okay, muss ich vielleicht auch gar nicht. Und gleich so, doch, doch, Beagle, du musst das verstehen. So. Ich muss es. Was war das nochmal? 92. Alter, was ist das? Das ist ja voll, voll Reezy. Vom Stil her, voll Reezy einfach. So viele Rätsel, die könnten 1:1 aus Resident Evil stammen. Mag ich. Bin ich ehrlich, mag ich. Ist okay. Was? Was? Oh, Jesus Christ, natürlich.
Jesus, hi. Nein, nein. Tut mir leid, gute Frau, aber es muss sein. Ich muss noch mal dahin. Also, wir haben... Ich bin so doof, hätten wir gar nicht alles aufschreiben müssen. Also, wir haben hier den hier. Dann haben wir das komische Haar. Wir haben das hier. Kreis mit Pünktchen. Stiersymbol und Kreis mit Dingstebimster. So, das müsste jetzt das Passwort sein. James, du brauchst nichts zu notieren. Ich mach das schon. Ich bin dein Kopf, okay? Keine Sorge. So, jetzt nochmal. Wo ist denn einmal? Zweimal. Zack. Zack. Zack und Rooftop. Klar bewahre ich das da drin auf, klar. Die Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr kennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du willst. Okay. Was steht da? Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist der immer. Also wenn ich so eine Notiz bekomme, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das so geil finde. Aber ist okay. Muss ja auch jeder für sich selbst wissen, ne? Direkt alle Sachen gelöst. Was ich aber nicht verstehe. Ich muss jetzt erstmal hoch. Erstmal nach oben. Nach oben, oben, oben. In der Hoffnung, dass keine Krankenschwestern mir entgegenkommen. Ja, ich habe, Leute, mein Tipp ist, dass ich auf über 500 Kartenansichten komme. Vielleicht auch knacken wir auch die 800. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin schon ein sehr ausgiebiger Kartengucker. Ich bereue nichts. Aber wir machen ein guter Fortschritt. Also ich bin zufrieden. Ich kriege zwar in aller Regel einen super Herzriss, aber wir machen Fortschritte. Ich bin für den Dachboden nicht bereit, aber wir machen Fortschritte. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich. Hier nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Hab kurz mit Arzt gesprochen. Hätte sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? Tja... 12. Mai, wie immer Regen. Ich will niemand mehr Ärger machen, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich Sünde sein, wegzurennen, statt zu kämpfen? Manche sagen das, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai, der Arzt war heute hier. Er sagt, dass ich bald entlassen werde, dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh darüber sein, aber ich habe auch Angst. So große Angst. Ich spüre, dass bald irgendwas passiert.
wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser, aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, umzukehren. Ich höre das Gesumme von ihr. Hier ist nichts, ne? Diese Arschlöcher. Diese Hurensöhne. Ich habe nicht gedacht, dass die Dachszene noch schlimmer werden könnte. Die haben doch genau damit gerechnet, ey. Ah! Eiskalt erwischt. Ich glaube, ich bin jetzt da gelandet, wo es zu Laura geht, richtig? Nee, eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon. Gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Nächstes Mal schauen wir, ob wir Laura finden. Ein Tier mich voll erwischt. Und haut rein.